10 Jahre Instagram. Die einst als Foto-App gestartete Plattform hat mittlerweile weltweit über 1 Milliarde User und wird von 500 Millionen Menschen täglich genutzt. 90% davon sind unter 35 Jahre. Mit Filtern und Masken wird die Realität zum schönen Schein stilisiert. Der Druck nach Perfektion steigt durch soziale Netzwerke, so die Kritik. Gerade junge Frauen bekommen hier ein Schönheitsideal vermittelt, das der Wirklichkeit nicht standhalten kann. Ist Instagram gefährlich? Eine Sucht wie das Rauchen? So, was sagen wir denn dazu? Lassen wir uns doch mal hier weiter blühen. Ist es eine Sucht? Ist es ein Luxus? Also bevor es den Monolog gibt, voilà, möchte ich ganz kurz mal sagen, ich zum Beispiel bin eines dieser, glaube ich, potenziellen Opfer, die du auch in deinem Buch ansprichst. Ich merke, dass ich auf diese bescheuerte App so wahnsinnig oft draufschaue, einfach um mich zu berieseln zu lassen. Und das Ergebnis ist, dass ich mich danach definitiv schlechter fühle als vorher. Dann folgst du den falschen Konten. Ja, weiß ich nicht. Ich schaue mir auch gesundes Essen an und dann habe ich ein schlechtes Gewissen, dass ich nicht gesund esse. Oder ich schaue mir Düsen an, die tolle Sachen macht. Dann fühle ich mich so, okay, die tut was für die Gesellschaft und ich sitze hier bräsig auf dem Sofa. Also im Prinzip habe ich in jedem Menschen einen Grund, um das auf mich zu reflektieren und zu sagen, ja Mist, das mache ich gerade nicht. Also deswegen die Instagram, sehr geliebt von mir und sehr gehasst. Es ist aber auch eine Competition-Maschine. Ich finde, da ist auf jeden Fall was dran. Es kommt immer auf die eigene Tagesform an, finde ich. Es gibt Sachen, die motivieren. Andere machen einen auf jeden Fall kleiner. Und trotzdem finde ich es wichtig, dass es nicht nur um Selbstinszenierung geht, sondern es gibt ja auch ganz viele Menschen, die vorher keine Stimme haben und die dadurch eine Stimme bekommen haben. Es geht um politische Themen. Man kann ja auch beobachten, dass Instagram zunehmend politischer wird. Also insofern, glaube ich, haben wir da einiges zu besprechen, aber die Expertin sitzt ja hier. Und die Expertin, Entschuldigung, bevor du loslegst, Nina, dein Buch stehen jetzt hier gerade im Hintergrund auf dem Monitor. Ja. Unfollow heißt das. Genau. Was natürlich auch ein ziemlich klares Wort ist in dem Moment. Ich muss ehrlich sagen, weil Instagram und ich, also wir sind eigentlich ganz gute Freunde. Du hast sogar 2000 Beiträge online, habe ich gesehen, vor der Show hier. Ja, das kann gut sein, 2000, ja, das kann gut sein. Ja. Also, weil ich folge halt auch... Ihr seid beste Freunde. Nee, ich versuche es immer noch. Aber ich bin noch nicht ganz die beste Freundin vom Instagram. Nein, aber ich, was ich sagen wollte ist, weil ich einfach mich nicht mit Konten beschäftige, die mir wehtun oder wo ich mich schlecht fühle danach. Also ich habe kein Problem, Leute zu entfollowen oder unfollowen. Sozusagen. Was glaubst du, welche Wirkung hat dein Account auf junge Frauen? Was glaubst du, strahlt dein Account, also der Account von Charlotte Würdig aus auf junge Frauen? Also ich habe für mich jetzt eigentlich auf jeden Fall Authentizität ist auf jeden Fall ein Thema, weil ich mich gar nicht so festgelegt habe auf A, B oder C, sondern das sehr nach Laune mache. Ich habe auch keine festen Tage, an denen ich ihn mal poste, bis auf den Donnerstag natürlich hier, weil da ein bisschen was beruflich auch los ist. Und ich merke auch, was ganz lustig ist bei Instagram, ich habe eigentlich mehr Spaß an den Stories. Die finde ich immer ganz lustig auch zu gucken. Ne? Und wie gesagt, wenn ich merke, da tut mir ein Account nicht gut oder ich weiß nicht so richtig, was ich damit anfangen soll, dann wird der einfach was ist unfollowed. Deine Message? Also wenn du jetzt sagen würdest, mit meinem Instagram-Account möchte ich, du möchtest zum Beispiel aufklären, dir folge ich zum Beispiel übrigens sehr, sehr gerne. Also was ist so deine Message, wenn du sagen würdest, ich mache Instagram, weil? Nee, ich sehe das nicht als Message. Ach so, und ich finde auch nicht, dass man eine Message haben muss. Ich finde, es gibt Sachen im Leben, die kann man auch machen, weil es Spaß macht. Ja, okay. Und deswegen habe ich auch keine festen Gruppierungen. Ich poste natürlich über mein Unternehmen natürlich. Mhm. Ne? Ich poste über Sport, ich poste über Ernährung. Optik, Aussehen, das ist ja offensichtlich, wenn es um Fotos geht, finde ich. Ja. Ich poste aber auch genauso gut in den Stories zum Beispiel, wenn meine Kinder mich nerven. Also ich versuche, mein Leben so real wie möglich wiederzugeben. Du hast ein Buch darüber geschrieben und bist aber trotzdem noch bei Instagram glaube ich. Ne? Privat. Genau. Also einen privaten Account. Heißt, ich habe einen privaten Account. Muss man ganz kurz erklären, das bedeutet, man kann dein Konto nicht einsehen, wenn man mir nicht folgt. Genau, also ich habe einen privaten Account, wo ich halt dann akzeptieren muss und wenn mich jemand anfragt, weil ich möchte senden. Ich finde immer Journalisten, die sagen, sie haben kein Ego. Stimmt bei mir jetzt nicht. Ich bin Journalistin geworden, um zu senden. Und deswegen will ich auch senden. Aber ich will an eine Zielgruppe senden, an junge Frauen senden oder an Menschen senden, die ich kennengelernt habe oder so. Und deswegen nehme ich die Leute einfach an. Aber Fußfetisches Klaus oder so Anfragen hatte ich wirklich übrigens, nachdem ich im Sat.1 Frühstücksfernsehen saß. Die brauche ich nicht auf meinem Account. Die möchte ich auch gar nicht, dass sie sich meine Bilder angucken. Und deswegen ist er privat. Aber in dem Buch, das heißt auch extra nicht Delete, sondern halt unfollow, weil das Buch sagt am Ende nicht, du musst dein Instagram löschen, sondern das Buch geht darum, wie kann man Instagram nutzen.
Also wie kann man Instagram nutzen, dass es halt nicht nur eine Zeitschleuderei ist? Und am Ende gibt es auch einen Fragebogen, wie man seine eigene Instagram-Nutzung verändern kann. Ich habe damals nämlich einen Selbstversuch mal gemacht gehabt fürs Handelsblatt, wo ich Influencerin werden sollte. Ganz schlimme Zeit meines Lebens. Richtig peinlich war die Zeit auch. Und da war der Höhepunkt erreicht, als ich mich halbnackt auf einer Wassermelone gelegt habe und mich fotografieren habe lassen für Likes und Follower. Weil gibt's das Foto noch? Nein, das gibt's nicht mehr. Leider, aber es ist online. Es ist online zu finden. Weil, das hast du ja bestimmt auch gelernt, Sex sells ja auf Instagram. Die meisten Bilder, genau so, die meisten Bilder kriegen Likes, wo man halb nackt ist. Was machen wir beide? Und was falsch. Deswegen hast du wahrscheinlich auch nicht so viel Follower wie Charlotte, würde ich jetzt sagen. Als aber jeder Follower ist genau so. Qualität. Ja, und in dem zweiten Teil des Buches greife ich eigentlich ehrlicherweise Accounts wie zum Beispiel auch deinen an. Weil ich bin in deinem Buch drin? Nein, du bist nicht drin, aber was greifst du denn an ihr an? Was magst du denn da? Genau, also bei mir ist halt der Punkt, ich finde halt, dass Instagram, und das ist mein größtes Problem von Instagram, dass es das Frauenbild schwächt und dass warum es junge Frauen schwächer macht. Es gibt eine Studie von der Malisa Stiftung, die hat das ganz, ganz toll rausgearbeitet von Maria Furtwängler und ihrer Tochter. Das fand ich so eine wichtige Studie. Die hat halt gezeigt, dass auf Instagram die Influencerinnen oder Accounts mit vielen Followern, Frauen, sich vor allem in diesen weiblichen Sachen geben. Also entweder sexy im Bikini oder beim Backen oder beim Kochen. Es ist immer sehr, 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 sehr die weiblichen Sachen wie Backen, Kochen, Schminktipps, das sind ja Beauty. Die, die mich fertig machen. Ne? Genau. Die vermeintlich perfekten Mütter, die da sitzen und gesunde Ernährung anrühren, während sie nebenbei noch tolle Kleidung aber bestellen. Aber das stimmt was ja auch alles den nicht. Kindern. Und die Mädchen wollen aber sein wie diese Influencerinnen. Und dadurch kriegen wir diese weiblichen Tugenden, also dieses immer schön sein müssen. Dieses Schönheit gleich Glück, dieser Glaubensansatz wird durch Instagram befeuert zum Unendlichen. Und diese Studie hat das ganz eindrucksvoll gezeigt, wie es eigentlich junge Frauen schwächt. Und ich finde auch diese Filter. Es gab ein ganz, ganz tolles Experiment von Ranking, dem Starfotografen, der auch bei Germany's Next Topmodel immer fotografiert. Der hat die Teenager fotografiert und dann am Ende sollten die sich selber bearbeiten. Alle sahen am Ende gleich bearbeitet aus. Das ist nämlich auch das ist ein ganz gefährlicher Trend. Das ist da jungen nicht Frauen. Ja. Jetzt, also dass ein Schönheitsideal transportiert wird, dicke Lippen, dicker Po, dicker Busen dünne und dass junge Nase. Frauen und dünne Nase. Dünne Nase. Also im Prinzip möchte jeder mittlerweile aussehen wie so ein Instagram-Filter. Ja. Zumindest macht mir Instagram vor, dass wir so aussehen sollen. Ja.